Und damit recht herzlich willkommen zurück zu The Crew 2 hier auf dem Pixelhelden-Kanal. Mit mir, dem Ray, zu der letzten Folge am heutigen Tage. Morgen geht's dann natürlich dann noch weiter, aber jetzt nicht schon traurig sein. Wir haben ja noch eine ganze Folge vor uns und ihr habt gerade gesehen, wir haben eine neue Kategorie freigeschaltet im Offroad-Bereich. Da sind wir nämlich wieder unterwegs und da können wir uns tatsächlich ein geiles Bike gönnen. Einmal KTM 450 EXC, dann haben wir noch die Kawasaki KX 450F und die Suzuki RMZ 450 und dann noch den KTM 450 EXC Red Bull Edition. Die ist natürlich schon hammer geil, aber wie ich finde, halt auch schon ein bisschen teurer, ne? Da muss man ganz klar so sagen. Ich würde jetzt einmal sagen, jetzt gucken wir gerade mal auf die, ich glaube, die sind von den Daten alle komplett gleich. Das macht eigentlich gar keinen großen Unterschied. Ich würde aber sagen, wir nehmen, glaube ich, mal die Kawasaki. Denn in der Beta bin ich schon den KTM gefahren und die ist mir einfach dann irgendwie doch zu teuer, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und deswegen nehmen wir jetzt einfach mal die Kawasaki und gönnen die uns einfach mal. Zack. Und Felgen können wir auch nichts anders machen. Und ja, 87.919, was für ein Preis. Buckets geben wir aus. Und das Geld schwindet und schwindet und schwindet und schwindet. Und wir kriegen neue Veranstaltungen. Sehr schön. Zwei neue Aktivitäten, wie es sich hier so nennt. Ja, wir haben sowieso noch zwei Rally Raid Offroad hier, die wir auch noch nicht gemacht haben. Aber ich habe mir gedacht, einfach mal zur Abwechslung, wir können ja kreuz und quer. Wir haben ja Freiheiten, wie wir wollen. Bevor wir aber eine Veranstaltung machen, würde ich sagen, gehen wir mal zurück zu unserem Headquarter hier in L.A. Und oh, da ist unsere Driftkarre. Ach, geil. Geiles Teil. Immer noch. Ich feiere es immer noch zu Tode. Ja, und dann wählen wir jetzt mal unsere Kawasaki aus. Und dann würde ich mal sagen, gucken wir mal, was wir da an der so pimpen können. Wir können einen anderen Sitz machen. Okay. Ich glaube, da finde ich... Komm, wir nehmen den da. Ich finde den cool. Machen wir dann Verkleidung. Können wir so ein bisschen mit Carbon spielen. Oder mit dem Grün. Ich glaube, das Grün. Ein bisschen mehr grüne Farbe darf schon drauf noch auf eine Kawasaki. Dafür können wir hier ein bisschen mehr Carbon machen. Bei der Schwinge. Dann Gabel. Müssen wir mal schön vorne gucken. Können wir auch mit ein bisschen mehr Grün arbeiten. Ja, alles drauf. Und jetzt können wir doch den Aufpuff ändern. Ja, mit ein bisschen mehr Carbon. Mit Grün. Carbon und Grün. Geil. Ah, guck mal, das sind sogar, hier ist noch eins und hier haben wir Doppelendrohre. Ja, da brauchen wir schon, da kommen ja richtig Leistung noch rein. Ja, guck mal, da haben wir doch das Ding schon mal optisch ein bisschen gepimpt, würde ich sagen. Und jetzt müssen wir natürlich unseren Charakter noch ein bisschen anpassen. Das ist doch eine klare Sache, wenn wir hier mit dem Bike unterwegs sind. Jetzt müssen wir gerade mal gucken, da müssen wir, glaube ich, bei Overroll gucken. Da brauchen wir jetzt eigentlich auch was Geiles Grünes. Hat da eigentlich, oder? Oh, das geht auch. Ja, nehmen wir das da. Biotex. Wir brauchen mal einen geilen Helm, würde ich sagen. Guck mal, wir haben... Ah, nee, das ist gar nicht der. Oder doch, ist es? Nee, ich weiß gar nicht, welcher... das ist dieser E3-Helm. Der aber angeblich jetzt auch verfügbar sein soll. Wurde mir geschrieben, ob das so ist, weiß ich nicht. So, wir nehmen jetzt trotzdem mal so einen Motocross-Helm. So einen coolen. Gibt es da auch einen coolen eingefärbten oder nicht? Nee, das sind Pilotenhelme, die wollen wir nicht. Das sind so Rally-Helme. Wir nehmen... Ja, das ist aber nicht so das gleiche Grün. Das ist ja doof. Gibt es auch ein Schwarz oder so? Nee, gell? Nee, dann nehmen wir den jetzt halt trotzdem. Egal, zack, dann haben wir den. Sehr schön. Und dann können wir jetzt auch die Veranstaltung angehen. Ja, kann man machen. Kann man auf jeden Fall machen. Ja. Keine Ahnung, was das jetzt hier war. Das ist schon ein geiles Teil. Schon ein geiles Teil. Gut, wunderbar. Dann würde ich sagen, auf zur ersten Veranstaltung. Ah, da vorne haben wir sogar gleich eine. Aber da hinfahren, das ist ein bisschen weit, glaube ich, ne? Nee, das ist ein bisschen weit. Komm, wir wollen ja ein bisschen Progress machen. Und es dürfte, wenn wir die Veranstaltung abgeschlossen haben, dürften wir sogar vielleicht berühmt werden. Ja? Mal gucken wir mal. Aber erstmal müssen wir die Veranstaltung abschließen. Das schauen wir jetzt einfach mal, was uns erwartet bei dieser Veranstaltung. Wumm, wumm.
Hör zu, ich habe ein Rennen für dich. Du willst Zuschauer? Da hast du sie. Dieses Event ist so ungewöhnlich, dass es zu einem Großereignis geworden ist. Alle Top-Fahrer werden da sein. Nur vor einem musst du dich in Acht nehmen. Tucker Morgan. Er redet nicht viel, aber sein Fahrstil spricht für ihn. Also schnapp dir deine Maschine und schlag ihn. Klar? In einer neuen Folge. Hört es nicht auf. So, Tucker Morgan müssen wir schlagen. Da sage ich mal, guten Morgen an den Tucker Morgan. Wobei, für euch ist ja gar nicht mehr morgen, wenn die Folge erscheint. Für mich schon. Dann bin ich noch früher morgen. Hui. Aber wir können ja so Tricks machen jetzt. Machen wir das doch mal hier. Trick. Aua. Ah, da war nicht gut. War nichts mit der Telemark-Landung. Los, okay, du kannst mehr aus der Maschine rausholen. Ja, theoretisch könnte ich das, aber ich wollte einen Trick machen. Mann, lass mich doch einen Trick machen. Ich sag's nicht gern, aber du fällst zurück. Ne, echt jetzt? Man's Hero. Heißt ja Hero, glaube ich, ne? Hero. Hero. Nicht Hero, sondern Hero. Das Tack, das ist auch noch auf 3. Kann ja nix. Können wir ein bisschen hier mit dem Gewicht spielen noch. Hier. Auf. Oh, abbremsen vor hier gibt's nicht. Vor Treppen. Da wird voll drüber geballert. Wusch. Und wusch. Das ist eigentlich die beste Disziplin hier für unseren Mushroom, der ja immer hier Trials Fusion spielt. Kann mit Gewichtsverlagerung mit solchen Kisten umgehen, sozusagen. Komm, go, 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 go. Auf geht's. Wir haben noch ein Stück. 25. Oh, ich glaube, ich hätte hier abkürzen müssen. Nein! Den Fehler habe ich auch schon in der Beta gemacht, dass ich die Rampe nicht genutzt habe. Aber wir sind trotzdem vorne. Komm, Gewicht nach vorne verlagern, so nicht. Ich mache wieder Tricksy, ich fahre einfach da außen rum vorbei, dann muss ich diese ausbremsenden Sprünge nicht machen. Gewusst wie, ja, nicht stylisch, aber gewusst wie. Wade, Wade hier drüben. Wie wär's mit einem Foto von dir und dem Sieger, Wade? Karte für nächste Woche an der Hauptkasse. Pressekonferenz, alles klar, sehr schön. Und jetzt dürfen wir aufsteigen, normalerweise. Woohoo. Das haben wir aber noch schnell ein. Kommt jetzt kein? Ah, der Sieg zählt, aber weißt du was noch? Die Strecke. Ob tiefer Wald oder Innenstadt, egal. Wenn es einen Weg gibt, finden wir ihn. Wenn es keine Straße gibt, machen wir sie uns. Im Ernst, wenn du dem Pfad eines anderen folgen willst, bist du hier fehl am Platz. Eine brandneue Folge der Life Extreme Series ist jetzt verfügbar. Du bist zu einem neuen Life Extreme Rennen eingeladen worden. Ich sag's dir, es hat Vorteile, ein Star zu sein. Ja, Alter, übertreib. Ja. Übertreib, wie viele Veranstaltungen wir haben. Und wir haben noch nicht mal alle Disziplinen freigeschaltet, beziehungsweise es gibt ja jetzt ja nochmal neue Disziplinen, wenn wir jetzt zum Beispiel zu Offroad gehen. Also, ja, ich glaube, wir kommen aus der Auswahl jetzt dann so in diesem Berühmt-Status nicht mehr raus. Das finde ich aber geil. Wir bleiben jetzt aber hier bei den Bikes, würde ich sagen, wenn wir da schon unterwegs sind. Und ihr habt auch gerade vielleicht gesehen, da wird in den Wartungsmodus versetzt, aber so lange werden wir die Folge nicht machen. Alles getimed, alles abgesprochen mit Ubisoft, selbstverständlich. So, ja, wir machen weiter. Wir haben gleich mal eine andere Veranstaltung hier noch. Dann machen wir die doch einfach mal direkt. Blitzreise dahin.
Empfohlen wird Stufe 15. Das können wir gleich ändern, ja. Wir können jetzt pimpen. Oh, es regnet. Guck mal an. Ich liebe Events in LA. Es regnet. Große Städte bedeuten. Ja, große Städte, bla, ich muss jetzt tunen. Wir müssen jetzt das Ding auf Stufe 15 bekommen. Okay, 14. Egal, ich schaff's auch mit Stufe 14. Komm. Viele Sponsoren und jede Menge verkaufter T-Shirts, Kappen und DVDs. Außerdem schläft man in echten Hotels und nicht in diesen kakerlakenverseuchten Rattenlöchern. Ich war noch nie im kakerlakenverseuchten Rattenloch. Und ich war auch noch nie in gefakten Hotels. Zumindest gehe ich mal davon aus. So, egal. Auf geht's, Leute. Nächste Veranstaltung heute, bisschen alles Motocross-Style. Das ist halt cool, wir haben eigentlich echt eine schöne Abwechslung hier in The Crew 2, weil es einfach alles Mögliche gibt. So, auf geht's, hier rum. Machen wir mal hier so eine mehr oder weniger richtige Rallycross-Strecke. Ui, alles klar, und ich verkack gleich mal wieder. Guck mal, da fährt der Rai mit. Betone das jetzt bewusst anders. So, auf geht's, komm. Ey, guck mal, der hat dasselbe Outfit und denselben Helm. Aber nicht dieselbe Maschine. Haha, nu. Er hat zwar die Red Bull Edition, glaube ich, gehabt, aber trotzdem nu. So. Hui. Boah, nicht so gut gelandet. Aber das ist schon anspruchsvoll hier. Ich glaube, man merkt schon, dass uns ein bisschen was fehlt. Hui. Und es ist halt... Boah, guck mal, die haben sich da gecrashed. Haha. Aber der Führende ist richtig krass weit schon. Boah, guck mal, wie schnell die sind. Auf. Guck mal, der Rai ist vorne und der Ray hinterher. Liegt am Namen, habe ich gehört. Bei Star Wars gibt es noch eine Ray, die hat es auch drauf. Also, der Name, ich sag's euch. In allen Facetten Sieger-Typ. Sieger gehen. So. Ja, das macht, glaube ich, schon Sinn, das Nitro da vor den Sprüngen aufzubewahren. Da kommt man viel besser durch manche Ecken durch. Da kann man nämlich manche Hindernisse umspringen, sozusagen, oder überspringen. So, eine Runde haben wir. Regen hat aufgehört. Perfekt. Eine schöne Wetterfahrer, wissen ja alle. Ah, okay, so weit können wir nicht springen. Dass wir das überspringen können, das war jetzt eher unpraktisch. Und jetzt holen die wieder auf, die Herrschaften. Ich bin ja mal die Map-Größe. Na okay, das macht keinen Sinn. Ich dachte dann... Nee, so macht es keinen Sinn. Ich dachte, dann sieht man die Strecke vielleicht ein bisschen besser, aber so, das ist dann zu weit rausgezoomt. Puff. Aber mal eine Frage. Ich denke mal, hier in den... bei den Zuschauern wird es hier viele... Experten geben, was solche... Motocross-Bikes angeht. Gibt es tatsächlich welche mit so zwei Endrohren oder ist es typisch? Also dieses Tuning, was ich gemacht habe, dass man da auf zwei Endrohre, weil ich kenne es eigentlich nur mit einem Endrohr, so wie es ja eigentlich standardmäßig jetzt auch war, wie wir es gekauft haben, aber gibt es wirklich, dass man entweder so einen Umbau macht oder gibt es wirklich Motocross-Bikes mit so zwei Endrohren? Und ich rede jetzt nicht von Street-Racing-Bikes oder sowas, sondern wirklich Motocross, ja? Weil ich finde es schon irgendwie untypisch irgendwie. Aber finde ich, gibt es ja. Also da habe ich keine Ahnung. Kann ich alles wissen, aber vielleicht weiß da jemand von euch mehr Bescheid. Würde mich mal interessieren auf jeden Fall. Und da Rai kommt wieder. Nicht optimal. Komm, wir brauchen Nitro, sonst kriegen wir die Sprünge nicht mehr hin. So, jetzt aber komm. Volle Kanüle. Sehr schön. Und nochmal. Wir haben es, glaube ich. Ah, nee, das ist noch gar nicht das Ziel. Hä? Ah, hier ist das Ziel. Okay, alles gut. Wir haben es geschafft. Wir haben gewonnen. Nice. Bam. Erreiche die Top 3. Stimmt, wir müssen ja gar nicht gewinnen. Aber ich will gewinnen. Weil ich bin so Siegertyp bin. Guck mal, Star ist das nächste. Jetzt sind wir nur berühmt, aber danach sind wir ein Star. Kling. Na, guck mal, die neue Reifen. Die nehmen wir doch sehr gerne mit. Zack, zack, zack. Neues Getriebe. Oder Block on Riven. Sehr schön. Da sind wir schon Stufe 16. Ah, läuft. Machen wir mal weiter. Wir wollen ja heute ein bisschen Progress noch machen. Wir wollen ein bisschen noch was erleben hier mit den Motocross Bikes. So, jetzt gucken wir gerade mal. Hier ist doch eine mitten in der Pampa. Und dann haben wir, wenn ich es richtig sehe, nochmal. Also zwei Veranstaltungen haben wir noch, wenn ich es richtig sehe.
Dann gehen wir nochmal hin. Colorado River Banks. Empfohlen, Stufe 10, okay. Das ist wahrscheinlich eigentlich so ein Einstiegsevent, was ich jetzt halt erst jetzt mache, aber ist ja egal. Um die Sprünge. Die Fans können nicht genug davon bekommen. Also zeig mir mal, wie gut du fliegen kannst. Aber pass bei der Landung auf. Telemark liegt bei mir im Blut. Ja, nicht, dass es Telemark heißt bei Motocross, aber ich sag's halt, weil es einfach cool ist. Ja. Go! So, okay, warte, ich muss mir für die Sprünge eher hier, wie gesagt, das Nitro aufsparen, dass ich hier schön weit springen kann. Und wuiuhu! Mal nach vorne, Vorwärtssalto gleich mal machen. Mal gleich mal ausprobieren. So, aber ich glaube, der Sprung reicht nicht, um das zu tun, oder? Nee. Mal auf den Big Jump hier warten. Ah, okay, so big ist er gar nicht. Sprung ins Glück. Und nochmal, Sprung ins Glück. Geile Strecke aber hier. So an den Felsvorsprüngen, an den Klippen dieses Canyons entlang. Finde ich geil. So, den Sprung haben wir ein bisschen verkackt. Da muss man ein bisschen mehr Nitro einsetzen. Wenn ich den gehabt hätte. Ich habe schon wieder alles verballert. Also hier ist tatsächlich Nitro-Timing schon wichtig. Vorwärtssalto, hui, bam. Das hab ich drauf. Nehmen wir mal den Weg. Müssen wir neue Wege ausprobieren. Okay, der war nicht so gut. Schön, aber es scheinen wir ganz gut zu rocken hier, die Kiste. Sie kleben uns zwar noch am Hintern, am Pöchen. Hier hätten wir es nicht gebraucht. Jetzt beim nächsten Sprung bräuchten wir es eigentlich wieder, aber da habe ich jetzt wieder nichts. Ja, das bremst ein bisschen aus, wenn man da voll auf so einem, auf so einer Kuppe landet. Uah. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Ja, ich wollte eigentlich mal in die Cockpitsicht schalten. Das müsste die Cockpitsicht sein, Alter. Das ist halt schon heftig, ne? Ich lasse es mal jetzt mit dem Salto. Ich glaube, ich hätte es nämlich eh verkackt in der Sicht. Ah, aber das ist schon krass. Also, wer alles ist hier in der Cockpitsicht fährt, oder First Person, wenn man so möchte, Respekt. Und wir kriegen, wow, guck mal, zwei blaue Teile. Die nehme ich gerne mit. Die nehme ich gerne mit. Neue Bremsen, neues Getriebe. Nice. Das Spiel wird in 20 Minuten. Bla, bla, bla. Weiß, es ist dann eh nach 15 Minuten wieder da, die Server, aber... Geil, so sind wir Stufe 17. Waren wir das gerade eben schon? Ich weiß nicht, 16, 17. Auf jeden Fall haben wir jetzt noch eine Veranstaltung hier in dieser Motocross-Geschichte. Und die nehmen wir doch mal an. Das war halt, das ist ja gar nicht. Hier oben war sie. Genau, da gehen wir doch mal hin. White Mountains Motocross. Stufe 15 empfohlen, Stufe 17 haben wir ja. Also alles gut, alles easy. Gerne würde ich sehen, wie du ihn vor aller Augen besiegst. Er geht mir mit seiner Bescheidenheit auf den Sack. Aber so richtig. Ja, aber ich fand's cool. Wir waren ja gerade vorhin da auf dem Podest mit diesem Tucker morgen und da hat er schön die Hand, Respekt für die Hand gegeben und so. Also alles cool. Also es gibt hier durchaus Konkurrenten, die ganz nett sind. Und es gibt durchaus Teamchefinnen, nennt man es mal so, die nicht so cool sind. Wie immer auch sei. Auf geht's! Boah, jetzt ganz schön bergauf. Und jetzt noch ein Sprung ins Glück. Hui! Der war gut. Der hat gepasst. Schöne Landung. Boah, hier werden wir aber verkacken, ja. Hätten wir jetzt ein bisschen noch gebraucht. Boah, das ist eine heftige Strecke hier. Aber geil. Ich meine, glaube ich sogar, dass die Strecke letztes Jahr auf der Gamescom zu spielen war. Ich meine, ich habe ja zu The Crew 2 auch so ein Gamescom-Video zusammengeschnippelt und da müsste man eigentlich auch Gameplay sehen dann von dem Rennen hier. Allerdings, das Gameplay habe ich nicht gespielt. Das hat der gute All Rampage hier auf dem Kanal gespielt, weil ich den Termin für The Crew 2 gar nicht wahrnehmen konnte letztes Jahr. Ja, Schande über mein Haupt. Ich hatte aber einen anderen Termin. Weiß gar nicht mehr was, aber auch irgendein Rennspiel auf jeden Fall. Wahrscheinlich Need for Speed hatte ich da. Das war mir dann da irgendwie wichtiger oder was weiß ich was.
Deswegen habe ich dann Old Rampage zum The Crew 2 Termin geschickt. Oder nee, halt! Ich hatte Forza Motorsport 7, die Pressevorführung war da. Also nicht anspielen, sondern Pressevorführung. Und deswegen. Und klar, Forza Motorsport hatte dann natürlich da Priorität, weil das war ja da kurz vorm Release und so. Das war da wichtig, The Crew war ja da noch so in weiter Ferne gefühlt. Aber scheiß drauf, jetzt spielen wir selber dieses Event. Zeigen mal, dass wir es können. Aber geile Strecke auch. Also bis jetzt gefallen mir diese Motocross-Geschichte, gefällt mir eigentlich ganz gut. Also ich glaube, das macht auch im Multiplayer ganz gut Bock. Geil wäre noch, wenn man so kicken könnte nach links oder rechts, um den anderen einfach mal vom Bike zu schmeißen. Ja, ich weiß, es ist nicht so fair, aber hey. Wir müssen ja nicht alle einen bescheidenen Tacker morgen sein, wie es gerade beschrieben wurde. Haben wir schon gewonnen, oder was? Das war's schon. Ja, jetzt war ein bisschen mehr noch gefahren. Naja, gut. So ist das halt. Guck mal, wir haben auch schon wieder ein Achtel Star. Wir sind schon ein Achtel Star. So. Dann haben wir hier. Und pippen wir nochmal weiter. Sehr schön. Ja, gut, dann sind wir jetzt aber schon wieder durch mit denen. Da müssen wir schon ein Star werden, um weitere Motocross, weitere Motocross-Events zu bekommen. Aber da wir ja jetzt aufgestiegen sind, können wir jetzt gerade einfach nochmal zum Offroad-Headquarter gehen und gucken, was denn die neue Disziplin ist, die es jetzt gibt. Also deswegen würde ich mal sagen, gehen wir da einfach mal hin und gucken mal, was kommt. Geil, Ready Cross, aber ich glaube, wir haben da kein Geld für. Das müssen wir uns, glaube ich, mal irgendwann für später aufsparen. Aber können wir ja mal die Fahrzeuge angucken, die es hier gibt in der Klasse. Fangen wir mal ganz unten an. Gibt es denn ganz unten? Ja, der Ford Focus RS in der Rallycross Edition. Dann natürlich Nissan Fenix Z432. Geil. Dann Mini Cooper S Countryman, der Viersitzer. Gibt's auch noch. Dann ein Charger, alles klar. Finde ich total geil. Camaro RS, dann 370Z. Ja, da haben wir schon Drift-Version. Dann Camaro haben wir noch, Supersport. Challenger gibt's auch noch. Okay, Charger auch noch. Skyline gibt's auch noch als Rallycross. Dann gibt's auch noch den Mini Cooper von 2010. Zweisitzer. Lotus Exige, okay. Dann, das ist halt geil, Citroën C3 Racing, also das WRC-Auto. Ist ja kein Rallycross, aber WRC ist trotzdem cool. Und dann halt geil, so ein bisschen... Kommt ein bisschen so alte Rallye-Zeit auf, Lancia Rally, ja, der 037, dann haben wir noch den 124er Rally Abarth, okay, Delta S4, natürlich Gruppe B darf nicht fehlen, dann Focus RSRX, ja, das ist auf jeden Fall Rallye-Cross und auf den würde ich eigentlich ganz gern haben, wir können ihn uns auch gerade so leisten, aber ich glaube, wir sparen auf den und den gönnen wir uns dann auch, aber wie gesagt, das machen wir jetzt noch nicht, ich würde sagen, wir machen jetzt mal, wir haben noch ein bisschen Zeit. Und ich würde sagen, wir können ja mal in der Rally-Raid-Klasse weitermachen. Da könnten wir uns natürlich auch noch andere Fahrzeuge gönnen. Wie zum Beispiel dieses Teil hier, der Porsche 959. Und ich glaube, den werden wir auch bald sehen, aber noch nicht heute. Nee, wir werden einfach unseren Fahrzeug mit dann nehmen. Und zwar unseren Raptor. Und wobei, wir können auch mal den Hammer nehmen. Komm, wir nehmen den Hammer. Den müssen wir aber noch dann schnell umbauen. Wir porten uns jetzt aber erstmal schnell hier hin. Wir brauchen Stufe 50, wird empfohlen. Scheiß drauf. Brauchen wir nicht. Wir wechseln jetzt gerade mal ganz kurz auf den Raptor, beziehungsweise wir gehen auf den Hammer und bauen mal um. Und mir wurde geschrieben, ja, und ich behaupte, das stimmt nicht, dass wenn man Teile hat, wie hier dieses 50er-Teil, dann muss ich das gar nicht ausbauen, wenn ich es hier einbauen will. Stimmt das wirklich? Nee, stimmt nicht. Ha! Ja, hatte ich doch recht. Nicht böse gemeint, dieses H an den Kommentarschreiber, das war wahrscheinlich noch nett gemeint, aber er hat gemeint, ich muss es hier nicht ausbauen, um es dann, also dieses zum Beispiel das 63er-Teil hier, um es dann hier einzubauen. Siehst du, da habe ich nur die nicht eingebaut sind, was ja eigentlich auch logisch ist, wäre ja auch irgendwie komisch. Deswegen, ja, das heißt, ich muss die Teile hier jetzt ausbauen aus dem Raptor, um die in den Hammer einzubauen. Zack. Haben wir alles, wunderbar. Und jetzt mal in den Hammer rein, da haben wir nichts. Hammer, da rocken wir alles weg.
Und da haben wir jetzt dann auch genau 50. Sieh mal einer an. Haben wir Mindestbedingungen gerade erfüllt. Als Felsen und Sand, soweit das Auge reicht. Die reinste Wildnis. Was ist das für eine Kacke? Für... nee, was ist das für ein Ding? Keine Kacke. Ja, aber er hat auch was anderes bezogen. Geil ist, dass wir immer noch im Motocross-Outfit sitzen, aber ist egal. Guck mal, das ist eine Endrohr. Wie geil ist das denn bitte? Ein riesen fettes Endrohr. So, egal. Start. 2 1 Go! Alter, was für ein dickes, fettes Ding. Ich glaube, ich bin jetzt schon falsch gefahren, kann das sein? Egal. Er ist nämlich ganz woanders abgebogen. Alter, guck mal hier drin an. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, wir bleiben mal in der Sicht hier. Ein bisschen Übersicht muss sein. Das ist die Vorgabe. Okay, es gibt wieder mehrere Wege. Das habe ich ja schon mal gesagt. Diese Rally-Raid-Geschichte finde ich eigentlich ganz geil. Dass die Checkpoints halt echt so kilometerweit auseinander liegen. Ja, hier ziemlich genau einen Kilometer. Das muss man halt gucken, wie man durchkommt. Es gibt halt immer mehrere Wege. Das finde ich cool. Eben gesagt, es hat so ein bisschen Rally-Dakar oder Baja-Rally-Feeling. Nur so mehr oder weniger sind ja die Fahrzeuge auch angedacht. Auf. Wo sind wir denn? Ja, hier lang. Oh, komm, da quält er sich jetzt aber hier, der Hammer. Ja, müssen wir jetzt wahrscheinlich hier zum Pfad, aber den verlassen wir jetzt wieder. Jetzt auch weit. Boah, jetzt hier runter ins Tal. Und Vorsicht! Boah, jetzt beschleunigt aber richtig. Jetzt geht's bergab. Jetzt drückt das Gewicht. Wollen den Checkpoint nicht verpassen. Groß genug sind sie ja eigentlich, aber man weiß halt nie, ne? Was da so kommt. Oh, da macht er hier einen Wheelie. Alles klar. Jetzt macht er einen Stoppy. Und jetzt macht er, keine Ahnung was. Und da vorne gibt's eine Rampe. Ich glaube, hier können wir keinen Backflip machen, oder? Ne. Gewicht verlagern bei dem Ding geht nicht. So, eigentlich wollte ich links fahren, aber... Das Fahrzeug meinte bei der Landung, sich ein bisschen nach rechts zu neigen. Dann fahren wir halt da lang. So, wo ist der nächste Checkpoint? Uah. Ganz woanders, hier hinten. So, Kakteen lasse ich diesmal auf. Das letzte Mal, als ich durch Kakteen gefahren bin, hat plötzlich meine Nase gejuckt. Und dann entstand diese... Ja, Diskussion will ich es nicht nennen, aber das Thema... Dimensionen! So, Sieht bisher gut aus, aber lass nicht nach. Ja, das wäre eine knappe Geschichte. Als ob ich jetzt nachlassen würde, als ob ich jetzt einfach gegen Baum fahren würde und quasi auf Null runterbremsen würde und dadurch Zeit verlieren würde oder sowas oder freiwillig vom Gas gehe oder sowas. Ja, das Spiel wird in Warnungsmodus. Jetzt chill dein Leben, wir sind eh gleich zu Ende hier in dieser Folge. Durch den Wartungsmodus. So, nur um die Spieler zu trollen. Weißt du? Zack. Alter, das rennt ganz schön lange, ey. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Nein, nein, kein Baum mitnehmen. Nee, die Bäume lassen wir weg. Und Sprung ins Glück. Hui. Boah. Jetzt kurz vor Ziel noch die Landung verkackt. Haben wir es geschafft. Sehr schön. Und da haben wir noch Upgrade-Teile. Wettkampf um des Wettkampfs willen ist ja schön und gut, aber es bringt nichts. Was mich angeht, so hast du ein klares Ziel. Hol die meisten Punkte. Und sobald du oben bist, nimmst du, was dir zusteht. So, jetzt machen wir hier noch am Ende diese Fotoaufgabe. Das habe ich ja noch nicht gemacht. Annehmen. Wieder geht's nicht. Was? Achso, Wilder. Wieder. Wilder geht's nicht. Der hier fragt sicher nach dem Trinkgeld. Coyote. Wo ist ein Coyote? Ist das da vorne ein Coyote? Nee, das ist ein Esel oder so, ne? Meinst du, sie merken den Unterschied? Gucken wir mal. Das machen wir jetzt hier noch am Ende, bevor der Wartungsmodus kommt. Merken die nicht, oder? Naja, okay. Hat nicht so geklappt.
Aber hier ist doch nirgends ein Kojote, oder? Seht ihr einen Kojote? Oder Aufgabe in der Nähe. Das heißt, es muss ja eigentlich hier irgendwo so ein Ding rumlaufen. Sonst würde es ja nicht kommen, oder? Kojote finden. Okay, wir fahren mal ein bisschen, bis wir einen finden. Aber nicht mehr so lang, weil eigentlich ist die Folge am Ende. Ich hab's bestimmt schon mal gesagt, aber ich glaube, manchmal hörst du mir einfach nicht zu. Ach, egal. Ich rede einfach weiter. Weißt du noch, dass du durch Events Teile für deine Fahrzeuge gewinnen und sie in deinem Haus damit tunen kannst? Mann, du kannst dir da sogar neue kaufen, wenn du willst. Was geht bei ihm jetzt falsch? Flug des Kondors. Ja, ihr habt das jetzt bald. Ja, der Kondor, da sehe ich. Den machen wir jetzt. Das ist doch der da oben da, oder? Aber hey, was geht bei ihm falsch? So, hab ich gerade nicht schon gesagt? Nicht so, dass ich schon, weiß ich, wie viele Fahrzeuge aufgebaut habe. Und ein gratis Teil habe ich auch schon mal genutzt. Also, ey, ganz ehrlich. So, jetzt aber. Fange die Pracht eines Kondors ein. Ja, gut, näher komme ich nicht ran. Doch, komme ich. Moment. Wir zoomen mal. Ups. So, jetzt aber. Hab ich doch. Ist das kein Kondor? Oh. Ja, doof. Dachte, das ist ein Kondor. Fuck. Ein Kondor. Wie sieht denn der aus? Da muss man da richtig, richtig, richtig nah ran. Da ist doch nochmal so ein Viech. Komm. Jetzt aber. Oder muss das Auto auch noch mit drauf? Nee, eigentlich nicht, oder? So, jetzt aber. Bist du kein Kondor? Der sieht eigentlich aus eher wie ein Geier, ne? Ja, das ist ein Geier. Was ist das? Aber Kondor ist schon ein Vogel, oder? Bin ich jetzt nicht... Das ist ein Kondor. Nicht? Ist das ein Adler, oder was? Willst du mich jetzt verarschen, oder was? Ach, leck mich doch. Keine Tierfotos heute. Wir beenden jetzt das Ganze. Ich gehe noch mal ein bisschen jetzt auf... ich studiere jetzt noch mal ein bisschen die Tiere hier. Und dann weiß ich, wie die aussehen. Dann verwechsel ich auch keinen Esel mit... Was war's? Mit dem... Schon wieder vergessen. Egal. Also, ich bin jetzt aber raus. Vielen Dank fürs Einschalten. Und dann bis morgen. Morgen gibt es dann wahrscheinlich auch wieder drei Folgen. Zwei oder drei Folgen. Könnt ihr euch drauf freuen. Da geht's weiter. Dann geben wir hier weiter Gas. Und dann... Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.